Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Nach einer großen Weile auch endlich mal wieder hoch. Was ist denn da mit dem Pferd los? Weil, ja, es gab ja natürlich einen Grund, dass das so lange nicht kam, sondern immer Underground stattdessen. Und zwar hat mir der liebe Nitobi, schaut mal bei ihm vorbei, ist auch natürlich in der Beschreibung verlinkt, die Welt hier in eine 1.7.2 importiert. Dass wir jetzt quasi die ganzen Neuerungen auch hier in der Umgebung haben. Dabei habe ich, Idiot, leider vergessen, als ich in die Welt geschickt habe, die Werkzeuge und mein Inventar in die Kiste zu legen. Deswegen sind die Werkzeuge jetzt hier wieder ganz. Das tut mir leid. Das ging nicht besser. So, auf jeden Fall ist der Plan heute erstmal sich anzuschauen, was denn hier alles passiert ist. Ich habe so das Gefühl, da ist ein zweites Pferd. Moment mal, es hat einen Sattel. Und warum sind hier so viele... Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Tiere geklont wurden. Kann das sein? So viel wie hier draußen rumlaufen. Hier ist gleich mal eine Höhle. Und hier, wir erinnern uns, war kein Wasser, ne? Das ist doch cool. Sieht cool aus hier. Schau mal in der Richtung. Schau mal hier in den Dschungel oder zumindest auf die andere Seite vom Dschungel. Dschungel ist auch erhalten geblieben, nur das Strandhaus von den ersten Folgen, von der allerersten oder so, das ist jetzt leider verloren gegangen, aber ist was, das war mir egal. Ah, ich glaube, hier sieht man das gut. Ja, hier sieht man das gut. Das ist, importiert ist. Aber was soll's. Irgendwo muss man das ja auch, ich meine, was wäre das jetzt für eine Arbeit gewesen, das Ganze noch, wow, zu umbauen. Und ganz ehrlich, sieht doch auch in echt, ist es doch auch bei manchen Minecraft-Sachen. Und, ah, ich erkenne schon ein Stückchen, hier kennt man das auch, weil die Welt gerade lädt, oder, war das hier, ist es hier, nee, noch weiter, das habe ich gedacht, ich habe schon gefunden. Wenn ich sicher ist, ist es jetzt hier, ja. Okay. So. Okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil da ist ja eh nur Wasser auf der Seite, das heißt, man sieht das wahrscheinlich eh nie. Von daher stört mich das hier auch überhaupt nicht. Das ist hier, ja, so, die Ecken noch sind, also das passt, das ist okay, alles wunderbar. Nur würde ich jetzt gerne mal wieder raufkommen. Ein fliegender Baum, der ein bisschen abgeschnitten aussieht. Hallo, kann ich mal wieder rauf, da. Das ist meine Chance. Sehr gut. Sehr gut. Schnee haben wir leider immer noch da. Auf unserem Häuschen. Naja. 31 Bücherregale. Sehr gut. Wieso sprinte ich eigentlich immer noch auf? Oh Gott. Neue Bäume, oder? Warum springe ich immer noch auf vorwärts, doppelt vorwärts? Mein Berg. So. Oh, das Hexenhaus sieht man sogar auch noch, oder? So. Schauen wir uns mal an. Jetzt ist ja bald Weihnachten, ne? Habt ihr eigentlich schon Geschenke? Boah, muss ich da auch noch niesen, das gibt's ja gar nicht. Oh je, da, die haben noch keine Texturen in dem Packs, Texture Pack. Dreimal auf Holz geklopft. Akazienholz, aha. Gleich mal mitnehmen und uns das hier anschauen.
diesem Part wird jetzt, wie gesagt, ein bisschen die Welt erkundet, geschaut, was hier so geiles ist. Jetzt sind Schafe allerlei. Sieht doch gut aus. Bei epischer Musik. Blaublume! Na, ich gehe jetzt erstmal hoch zum Schlafen vielleicht. Cool, hier einfach so zwei Steine. Ja, warum nicht? So, Jump Run hier rauf und wieder runter. Und erstmal drei Creeper, vor denen ich abhauen will. So. Kenne ich das hier eigentlich? Okay. Jump! Oh je, solange es nur Creeper sind und Spinnen und ein Schleim, cool. Den werde ich töten. Sterbt, sterbt, sterbt. Oh je, ich habe Hunger, das ist ungut. Lauf! Oh, da kommt der Creeper. Schnell, rauf auf den Schneeberg. Oh, da sieht man schon mein Holz. Sehr gut. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich hab's gleich geschafft. So. Hä? Oh Gott. Kann es sein, dass aus irgendeinem komischen Grund sich das Holz gedreht hat? Oh ja, so ist es. Das ist ja eher uncool. Naja, gute Nacht. Ja. Mal schauen, dass wir das auch wieder ändern mal. Erstmal essen wir. So. Und dann geht's runter wieder. Na, dann auf. Oh, meine Hunde. Sie knurren ja gar nicht mehr. Ich hab die ja schon fast vergessen. Also, ich hab sie schon vergessen. Juhu! Interessant, hier ist eine Höhle. Nein, mein Dierschwert. Lass es nicht fallen. Wo ist denn der Schleim? Ich höre ihn gar nicht mehr. Ich sehe ihn gar nicht. Mini-Zombie, oh Gott. Verbrenne einfach. Blaue Blumen. Wie toll. Gefällt mir als Blumenfan natürlich ganz besonders. Deswegen wird es natürlich mitgenommen. Scheiße. Ich bin gefangen. Die Welt. Das gefällt mir doch. So, ich hoffe, jetzt habe ich wieder ein paar Folgen, bevor hier wieder die Welt getauscht werden muss. Hier hinten war doch immer eine Wüste, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Blumen sind toll. Es gibt noch viel, viel mehr Blumen, soweit ich weiß. So, jetzt sind wir auch wirklich in 1.7.2 angekommen. Mit der neuen Welt hier. Muss sagen, das gefällt mir natürlich.
Was ich jetzt natürlich hoffe noch, müssen wir noch kurz zur Hölle schauen. Ob da auch noch alles da ist. Das wäre schön. Hoppla. Oh, Knochen. Knochen sind immer schön. Gut, ja. Wie gesagt, reden wir weiter über Weihnachten. Ich habe heute den 26. November. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung. Ich habe den Monat schon kräftig gespart. Mein Gehalt fast gar nicht ausgegeben. Das nächste auch nicht vom November, was jetzt dann bald kommt. Ich genug Geld für Geschenke habe. Und ich habe eigentlich selber noch fast keine Ahnung, was ich schenken will, soll, kann, bla bla bla. Nur was ich meiner Freundin schenke, das weiß ich schon. Mehr weiß ich leider noch gar nicht. Naja, was soll's. Wird mir schon noch was einfallen. So. Was schenkt ihr denn so? Wisst ihr schon, was ihr schenkt? Wem und was und so weiter und vor allem wann? Ich meine, ich denke mir, ich habe doch noch mehr als genug Zeit, mir was zu überlegen. Ist ja echt nicht wichtig, dass ich das jetzt schon habe. So, ich befürchte fast, unser geiles Höllentor ist nicht mehr da. Oh nein! Kann das sein? Hast du da was übersehen? Ah. Bis hier ging's. Das heißt, das Höllentor sehe ich jetzt hier aber nicht mehr. Nein! Naja, was soll's. Die Hölle. Unwichtig, was Geiles. Wichtig ist es, dass das hier alles da ist. Naja. Wie lange haben wir uns jetzt umgeschaut eigentlich? Fast eine Viertelstunde. Naja, dann können wir jetzt eigentlich mal weiterbauen. Ich weiß nur noch nicht bei was. Was mich auch wundert, warum hier ein Minecart liegt. Rennen wir einfach mal weiter. So, genau, hier war ja was. So, jetzt ist eh schon wieder dunkel. Blau, auch Idee. Juhu. Ach ja, wir haben einen Bahnhof gebaut. Nach da oben. Fahren wir mal hoch. Oh, ist ganz schön laut. Ist schon bequem. Muss ich sagen. Muss ich mir echt noch überlegen, was ich hier in den anderen Stockwerken so baue. Oh Gott, das geht ja gar nicht hier. So, ich würde jetzt gern das hier mal bauen, woanders hin. Genauso wie das hier alles. So. Damit habe ich erstmal das Wichtigste, glaube ich. Koppel und Cleanstone brauche ich, glaube ich, noch. Bisschen Koppel. Bisschen Clean und bemoost. Treppe, Mauer. Die Steinziegel auch.
eher wenig Koppel und mehr Clean. Scheiß auf die Treppe dann. Sand, Erde, Kies vielleicht, ja. Eisen habe ich, gut. Von Anfang sollte das reichen. Hier ist noch eine Ebene, die wir bebauen müssen. Die hier ist schon bebaut. Wir können bald mal wieder anschmeißen. Hier geht's runter. Dann kann man ja hier theoretisch erstmal ein bisschen mehr Platz machen noch. Ich hasse es, wenn es zu eng ist alles. Das geht gar nicht. Schon voll Inventar ist natürlich doof. So. Jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen Platz gemacht. Ich erstmal hier ein bisschen in die Wand rein, weil ich habe jetzt vor, das Alchemielabor, Schmiede, bla 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 zu bauen. Da wollte ich jetzt nicht die zweite Etage für benutzen, weil das wäre ein bisschen komisch. Machen wir das Ganze so, dann haben wir hier mehr Platz. Hier machen wir das einfach so. Haben dann hier eine Truhe. Wo wir erstmal alles reinhauen können. Was wir absolut nicht gebrauchen können gerade. Und wir können einfach gerade absolut auch echt gar nichts gebrauchen. Akazienholzbretter gibt es natürlich auch neue. Sehr schön. Ach ja. Jetzt, ich habe eine Enderperle gefunden, finde ich übrigens cool. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Schwein. Hallo, was machst du hier? Raus hier, raus hier. Da ist der Ausgang. Da lang. Geh dahinter, los, da ist der Ausgang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, dann können wir jetzt sehr langsam anfangen. Bisschen Platz zu schaffen hier. Zeit wird's. So, was ist denn... Ich muss hier noch Türen einbauen, dass man auch hier nicht... Die Schmiede muss ein bisschen versteckt sein. Das Alchemielabor aber zusammenpasst, das finde ich ganz gut. Was aber eigentlich auch ganz cool wäre, wenn hier die Schmiede ist und oben wird dann so das Alchemiezeugslaborchen gebaut. Oder nee, ich mache das hier hin, beides, glaube ich. So, das reicht in die Richtung. Drei, vier, fünf. Machen wir noch eins in die. Ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, wie das laufen soll. Aber eben nur eine ungefähre. Soll so eine Hexenküche artig werden. Hexenküchenartig. Dün, 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 dün.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So läuft es. Ich habe schon so eine ungefähre Idee, aber ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen möchte. Doch, mir kommen gerade coole Ideen. Mir kommen gerade echt coole Ideen. Aber ich weiß nicht, ob die hier so reinpassen in das Haus hier, in das Berghaus. Aber wenn man das sich mal genau überlegt, passt das schon. Schon viel Platz für die Schmiede. Muss natürlich gepflastert sein. Sonst ist ja hier... Was machst du hier? Ich habe gesagt, raus. Und ich will, was du gleich als Versuchsobjekt missbraucht. Das schwöre ich dir. So. Ich meine, das soll aber noch nicht so groß bemoost sein. Das wird dann die Hexenalchemie-Küche, bla bla. Doch, ich glaube, ich habe da eine richtig coole Idee schon mal. Ich mache jetzt erstmal alles mit Koppel voll und danach kann ich ja immer noch Moosstein einbauen. Oh Mann! So. Wie lange habe ich eigentlich schon aufgenommen? 22 Minuten, ja, da geht auch kurz. Genau, ein bisschen was. So, machen wir das erstmal. Wenn wir jetzt die Wände rausgenommen haben und durch Cobblestone ersetzt haben, können wir auch langsam mit der Einrichtung beginnen. Ich glaube, es wird ein recht cooles Alchemielabor, wenn die Ideen so, wenn ich die gut umsetzen kann, zumindest. Auch wenn ich jetzt hier erstmal die Schmiede mache. Muss jetzt nur überlegen, was gehört denn alles in so eine Schmiede rein? Das weiß ich jetzt nämlich leider nicht so genau. Auf jeden Fall mal Wasser zum Abkühlen, wenn man die Schwerter und so geschmiedet hat. Und Feuer natürlich auch. Feuer, das heißt, wir müssen ein bisschen einen kleinen Ofen hinbauen, also einen richtigen Ofen. Aber hier kann ja nichts anbrennen. Das heißt, wir haben doch wieder was vergessen, was wir brauchen. Naja. Die Decke übrigens auch noch. Okay, wenn wir die haben, gehe ich kurz hoch, hole ein bisschen Höllenstein. Feuerzeug, ne, Flint haben wir, glaube ich, hier. Sollten wir, ja.
Eisen. Kann ich sicherheitshalber noch ein bisschen was mitnehmen. Damit es auch sicher reicht, was wir hier haben. Das wäre mir ganz recht. Ihr könnt mir noch sagen, was ihr gerne in der Schmiede sehen würdet. Dann kann ich das ja auch noch hinbauen. Ich plane jetzt erstmal einen Ofen. Ist ja ganz normal. Und Wasserbecken zum Abkühlen. Ein paar Kisten, Waffen und sowas. Das plane ich jetzt. Du verstehst es nicht, ne? Hier haben wir genug gut. Eisen. Kann man mal mitnehmen. Kann man ja mal mitnehmen. Holz. Das Schilder. So, 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 so. Hab schon so ein paar Ideen. Hab ich schon. So ist nicht. Erstmal natürlich eine Werkbank. Cool. Okay. Wie ging jetzt der Scheiß? Ich will kein Bild, ich will diesen Rahmen. Wie geht denn das? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Ich habe nämlich gerade gar keine Ahnung. Mann! Wie geht der? Was gehört da rein? Ein Moment. Schau mal kurz auf Google. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja, läuft noch. Minecraft. Rahmen craften. Hopp, schneller. Leder, soll das ein Witz sein? Wer kommt denn auf so eine Idee? Ah, es kommt davon, wenn man Rezepte machen will, die man noch nie gemacht hat. Dann geht das halt nicht. Mobs. Ich hätte es so mit Fäden, aber... Weed, Karotten, Melon, Kürbis, Tiere. Toll. So unglaublich viel gleich. Ich werde Leder brauchen. Eierpilze, Zuckerrohr. Nein, Mann, das ist doch Kacke. Wo ist Leder? Ich brauche Leder. Warum ist bei Tieren nichts? Wo brauche ich das ganze Leder hin? Das ist doch scheiße. Oh, gib Gas. Was willst denn du hier? Vielleicht nicht mal Weed dabei. Ist mir jetzt egal, ich ernte da einfach ein bisschen was ab. Dann geht das schon. Wie lange haben wir denn schon die Aufnahme? Okay, wir haben schon lang genug. Ich glaube, das machen wir einfach das nächste Mal. Wir haben hier eine schöne neue Welt.
Hey, das ist cool. Das ist ein cooles Bild mit der Mauer da. Also sage ich wie immer, danke fürs Zusehen. Bewerte doch einfach den Part mit einem Däumchen und einem Kommentar darunter. Dann freue ich mich. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.